Roger Corman ist ohne Frage ein interessanter Filmemacher. Und sein Beitrag Der Mann mit den Röntgenaugen ist ein nicht minder interessanter Film. Man merkt bei dem Titel einige bewusste, coole Kameratricks, einige Effekte, die sich Roger Corman einfallen hat lassen, die natürlich mit dem geringen Budget von dem Film auch noch realisierbar waren. Man merkt einerseits anhand der kurzen Laufzeit des Films und andererseits daran, dass der Film wirklich straight und direkt bei seiner Story bleibt, ohne irgendwelche unnötigen Filler-Szenen zu bieten, dass natürlich auch am Filmmaterial gespart wurde. Zwischendurch fällt natürlich etwas Stock-Footage-Filler auf, wie beispielsweise als Ray Milland nach Las Vegas kommt. Da füllt man dann schon ein paar Sekunden des Films noch irgendwie an. Trotzdem ist der Film alles andere als langweilig. Die Charaktere sind interessant. Die Weiterentwicklung der Charaktere und der Geschichte verläuft wirklich zügig, dynamisch und interessant. Und Der Mann mit den Röntgenaugen ist insgesamt meiner Meinung nach ein Science-Fiction-Film aus den 60er Jahren, der von Fans vergleichbarer Filme auf jeden Fall positiv aufgenommen werden dürfte, den sich Fans von Roger Corman nicht entgehen lassen sollten und den man daher bedenkenlos empfehlen kann, meiner Meinung nach definitiv ein cooler Abschluss für die Rückkehr der Galerie des Grauens.